Ich liebe ja solche Partien. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Abendspiel, das Flutlicht ist an und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen. Der Rasen in einem idealen Zustand. Zwei Top-Mannschaften in bester Spiellaune. Also tauchen Sie doch einfach mit uns ein in diese wunderbare Kulisse, in diese wunderbare Stimmung. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Hansi, wer ist für dich eigentlich die Schlüsselfigur des Spiels? Ich kann mir vorstellen, dass Hamšík heute eine Hauptrolle spielen wird. Er ist nicht nur ein exzellenter Spielmacher, er weiß auch ganz genau, wo das Tor steht. Ja, ich denke, da muss ich dir recht geben. Er hält drauf. Sie schreiben das erste Kapitel in diesem Spiel. So haben Sie sich das vorgestellt. Sie liegen vorne im eigenen Stadion und jetzt müssen Sie mit der Unterstützung des Publikums das Ganze, wenn es geht, genauso weiterspielen. Isla. Abnehmer hätte er. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Trabzonspor ist diese Saison offiziell die effektivste Mannschaft der Liga. Hamšík gewinnt den Ball für sein Team zurück. Trabzonspor war beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams fast nicht zu bremsen. Und die Fans, die wünschen sich natürlich heute genau dasselbe. Ja, das war faul. Ganz klar, Freistoß. Der Schiri holt ihn zu sich, aber er will ihm wohl nur ein paar Takte flüstern. Max Kruse. Kruse! Und fast hätte es geklingelt. Für alle, die es verpasst haben, wir haben hier schon ein sehr frühes Tor gesehen. Und hier steht's 1:0. Kommt der an? Er springt hoch zum Kopfball. So ein bisschen fehlt ihm das richtige Timing hier. In dieser Situation haben sie die Lufthoheit. Im gegnerischen 16-Meter-Raum kommen zum Abschluss. Der Kopfball nicht schlecht, aber auch nicht gut genug. Ziemlich variabel das Ganze. Viel Bewegung in vorderster Reihe. Die zentralen Offensivleute bewegen sich raus auf die Flanken. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, so ganz gefällt dir das nicht. Ja, ich war noch nie ein großer Fan dieser Strategie, Stürmer nach draußen zu ziehen, die eigentlich in die Mitte gehören. Die fehlen dann als Anspielstation. Und dieses Vakuum, da wo die Tore eigentlich erzielt werden, kann dem Angriffsspiel nicht gut tun. Da ist die Treffer versenkt. Fenerbahce gleicht aus. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Damit geht's wieder komplett von vorne los. Also pari pari und jetzt per Kopf. Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Das war gut, aber eben nicht gut genug. Nach vorn und hoffen. Dira. Rüber nach rechts.
Hamsik. Einfach mal rausgehauen. Kompromisslos weggeschlagen. Ja, Ball ist klar im Aus, muss Einwurf geben. Auf geht's in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Dieses Spiel ist wirklich herausragend. Sie haben bis hierhin was verpasst. Aktueller Zwischenstand 1:1 zu Pause. Beide Mannschaften, das muss man wirklich sagen, auf Augenhöhe. Das Unentschieden, das geht vollauf in Ordnung. Ja, der Ball, der rollt schon wieder. Jetzt müssen sie erstmal geduldig weitermachen, müssen an sich glauben. Und wenn sie dann irgendwann feststellen, nach 60 oder 70 Minuten, es könnte eng werden, dann müssen sie die Schlagzahl erhöhen. Denn dann wird natürlich der Druck vielleicht auch von den Rängen. Die Chance! Und der Keeper ist zur Stelle. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Weg damit. Da geht er alleine. Ein klasse Zuspiel. Nur noch der Top. Das könnte... Ja, der ist drin. Ein Wechselbad der Gefühle. Mit dem Platz und der Zeit, die er da hatte, konnte er eigentlich gar nicht mehr daneben schießen. Ich bin mir ganz sicher, er selbst versteht die Welt nicht mehr. Wie kann ich denn hier direkt vor dem gegnerischen Tor so viel Freiheit, praktisch alle Freiheit der Welt haben? Unerklärbar. Freistoß für Fenerbahce. Für mich ist das keine Überraschung, dass es hier Gelb gibt. Klose! Ganz sauberes Tackling. Er steht für den Begriff Endstation. Findet er ihn? Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Und die Flanke. Sie müssen hier mehr machen. Es waren ja genug Leute im Strafraum. Aber die Flanke, die kam nicht gut genug. Da haut er ihn einfach weg. Gervinho. Maitland-Niles. Guter Lauf. Rechts außen. Ob dabei was Zählbares rauskommt? Jetzt ist Übersicht gefragt. Tufa. Kruse. Sehr gute Position. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Er versucht's alleine. Probiert's. Und damit sind sie jetzt schon 2 vor. Und draußen sehen wir jetzt einen Freistoß für Fenerbahce. Galdirin. Freistoß für Fenerbahce.
Max Kruse. Und der prallt von der Latte. Er haut ihn rein. Unglaublich. Er bekommt den Rebound und reagiert klasse. Also Kompliment an den Stürmer. Der hat das klasse gemacht, überhaupt keine Frage. Aber über diese Abwehr muss man sich schon wundern. Das ist ja abenteuerlich. Und damit brauchen sie nur noch eins. Eigentlich waren sie doch schon mausetot und jetzt sind sie sozusagen wieder aus der Kiste gekrabbelt. Die Hoffnung ist wieder da. Sehr guter Ball von... Und direkt. Den hat er nicht so richtig kontrollieren können. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Hamšík. Ein Fußballkünstler. Und er bringt ihn rein. Gervinho. Geschnuppert. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Das könnte durchaus eine Karte geben. Nee, der Unparteiische will nur ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Lang nach vorn. Unglaublich viele Freiheiten da auf der Außenbahn. Man könnte durchaus flanken. Er versucht es mit dem Abschluss. Und nochmal drauf. Klasse Aktion vom Keeper. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Und jetzt schießt er. Und mit dieser Aktion endet das Spiel. Wer weiß, was passiert wäre, wenn das Spiel noch 5 Minuten länger gedauert hätte. Der Sieg hing am seidenen Faden.